Sie haben überall verflachte Glaubensbatterien. Genau wie auf der Halas Hope. Vielleicht haben sie im Cortex noch eine riesige Strahlenkanone gebaut. Um von mehreren Welten auf einmal Glauben abzusaugen? Ist das überhaupt möglich? Die Energie lädt diese Batterien nicht auf. Sie fließt von ihnen weg. Dann treiben sie also etwas an. Sieht ganz so aus. Versucht nicht aufzufallen. Lausige Schwarzflagge, macht euch bereit zum Sterben! Sie fürchten den Tod nicht. Wir können ihm trotzdem vorher wehtun. Warum hat der Goldene sie nicht massakriert? Er ist wahrscheinlich nur eine Pfütze in der Unterstadt. Jungs. Genau, verdammt! Wir mochten Nowhere so, wie es war! Das ist deine Schlussgeburt! Wenn sie nur die Wahrheit wüssten! Sie sind gutgläubig, was soll man da machen? Was habt ihr Idioten mit diesem Ort gemacht? Je weiter wir vorrücken, desto mehr Batterien. 100 Units, dass sie was mit der Erfüllung zu tun haben. Der Priester hat gesagt, sie bringen... Sie können niemanden wiederbeleben. Schon gar nicht nach Nikis Rettung. Ich hatte hier einen Kontakt. Vor vielen Rotationen. Wirklich? War es Bluff? Nein. Jidipen? Kurz vielleicht? Halt! Hier drüben! Sieht aus, als passen wir da durch. Wir müssten in der Nähe von Mantlos Bar sein. Siehst du sie? Nicht wirklich. Es liegen jede Menge Trümmer im Weg. Durch diese Wand kommen wir nicht durch. Auf der anderen Seite könnte ein Haufen Irrer auf uns warten. Du hast recht. Peter, du solltest irgendwie rübergehen und nachsehen. Was? Wieso ich? Bist du nicht der Anführer dieses Teams? Wir versuchen nicht nochmal, sie auszutricksen, oder? Damit, dass wir alle das Versprechen angenommen haben? Nur wenn du das violette Leuchten imitieren kannst, das sie alle haben. Seht ihr irgendeinen Weg, hier durchzukommen? Ich wette, ich könnte diesen Brocken rausholen. Die Kirche den Cortex einnehmen konnte. Peter! Das hat nicht funktioniert. Flagdorf, ich geh rein. Was ist mit den Fanatikern? Wenn ich welche sehe, mache ich sie platt. Wer, wenn nicht wir? Stimmt's? Hier ist niemand, Quill. Aber du wirst einen Brocken von dieser Seite herauslösen müssen. Falls ich einen Weg dorthin finde. Wenn wir hier fertig sind, müssen wir einem Rhapsoden von diesen Abenteuern berichten. Einem was? Sie sind die Bewahrer der katathianischen Geschichte. Das wird ein großes Epos. Ja. Welche von diesen Wahrsagern das vorausgesehen haben? Unwahrscheinlich. Das waren alles Scharlatane. Die meisten waren Taschendiebe und Hehler. Irgendwelche Ideen, Gamora? Ich kann dich wahrscheinlich darauf bringen. Gamora, jetzt müsstest du dein Schwert reinstecken können. Hilfst du mir? Hoffentlich hält's. Ach, Mist! Nicht Mantlo! Oh. Seht euch das an. Jetzt wird's persönlich, Quill. Du hast diesen Laden echt geliebt. Es war der einzige Ort in der ganzen Flak-Galaxie, wo du dich sicher fühlen konntest. Also abgesehen von den Schlägereien und den Razzien und den Kopfgeldjägern. Wir trinken später einen darauf. Aber jetzt müssen wir weiter. Ja.
Wir haben keine Spur von Goldmuskel, seit er vom Schiff gesprungen ist. Adam Warlock. Vielleicht hat sie ihn irgendwo in der Unterstadt zerlegt. Oder er wurde von einer Irrenpatrouille aufgegriffen. Oder es war eine Lüge, auf welcher Seite er steht. Und er wartet nur darauf, uns anzugreifen. Warlock hegt einen alten Groll. Er würde sich nicht mit dem großen Einiger zusammenschließen. Wofür brauchen wir den Goldjungen überhaupt? Wir kamen doch bestens ohne ihn zurecht. Von wegen bestens. Der Magus verschlang meine Seele. Dein Gedächtnis ist lückenhaft. Mein Gedächtnis ist einwandfrei. Ich bin lediglich ein Optimist. Mantis hat uns nicht grundlos zu Warlock geführt. Warlock ist stärker als jeder von uns. Und er hat einen ziemlich guten Grund, Raker zu hassen. Du kaufst also seine Story von der zerrissenen Seele? Ich sag nur, wenn jemand eine Chance hat, mit Raker fertig zu werden, dann er. Und wir müssen den großen Einiger aus dem Weg schaffen, wenn wir das Ritual stoppen wollen. Du willst das Fleisch in den Fleischwolf werfen, um es zu beschäftigen? Das habe ich nicht. Nein, ich bin jetzt an Bord, Quill. Das ist eine gute Strategie. Nachgedacht, was Warlock gesagt hat. Über welchen Teil? Er hat nur geredet, seit wir ihn getroffen haben. Darüber, dass Nikki und das Magus-Ding zu sehr verbunden sein könnten, um sie zu retten. Hat er das gesagt? Da verstehe ich ja die Käfer-Lady besser. Kaum zu glauben, wie sehr dieser Ort sich verändert hat. Selbst nach einem Wiederaufbau wird er nie wieder so sein wie vorher. Hörst du was? Gesang oder so? Nein. Ich hätte schwören können. Ich frage mich, ob Cosmo nach diesem Chaos die Kontrolle über die Station behält. Da kommen neue Kirkis! Sie werden schon bald umfallen wie die Fliegen! Leute, Gruppe bilden! Der Sieg wird bald unser sein, meine Freunde. Außer sie kriegen Verstärkung. In dem Fall müssen wir blitzartig handeln und sie von hinten erwischen. Ich bin Groot. Aber was, wenn sie zu schnell sind? Dann brauchen wir einen anderen Plan. Hey, ich kapier's ja. Es fühlt sich an, als würden wir schon ewig gegen diese Irren kämpfen. Aber wir können nicht mehr zurück. Das hier ist unser Leben. Wer hat gesagt, dass wir zurück wollen? Ich find's nämlich gerade super. Ich auch. Ich sage nur, dass wir die Wächter der Galaxie sind. Also dürfen wir niemanden enttäuschen. Wer ist dabei? Das war hat irgendjemand diese Ansprache verstanden? Ja. Der Große geht in die Knie. Machen wir seinen Untergang permanent. Wir müssen bereits mit der Erfüllung begonnen haben. Das sieht aus wie eine Sackgasse. Für manche mehr als für andere. Warum weinst du, Naga? Ich weine nicht. Ich denke nur an die vielen Jobs, die ich hier hatte. Was haben Sie wohl mit den ganzen Nauer-Leuten gemacht? Die warten entweder auf die Erfüllung oder wurden auf die Sacrosanct gebracht. Zu den anderen Millionen. Die in diesem Riesenzylinder singen. Ha, nicht so gruselig wie Drax' katathianische Kriegsgesänge unter der Dusche.
genau hier war das Emporium. Hat die Kirche es zerstört? Wahrscheinlich hat der Kollektor sich beim ersten Handzeichen von Ärger den Weg freigesprengt. Vor dem ersten Anzeichen. Der Kollektor kann angeblich in die Zukunft sehen. Wie konnte er das gesamte Emporium wegschaffen? Es war ein Schiff. Oh. Danach hat's von innen gar nicht ausgesehen. Vielleicht ist es eher ein Shuttle. Ich bin Groot. Ja, Groot hat recht. Wir lassen uns ablenken. Anscheinend will die Kirche verhindern, dass wir da reingehen. Es wird sie nicht schaffen. Immer noch kein Anzeichen von Warlock. Wenn man bedenkt, wann er gesprungen ist, befindet er sich wohl bereits in der Unterstadt. Als kaputter Haufen. Unwahrscheinlich. Er hat sich magisch rasiert, als wir nicht hingesehen haben. Vorsicht, Peter Quill! Jungs, seht mal nach unten. Das ist ziemlich viel Licht. Du denkst, das ist die Erflakung, oder? Könnte aber auch nur Ablauf von den Kabeln sein. Was immer diese Irren vorhaben, sie brauchen jede Menge Saft. Vielleicht haben sie damit ihre Flotte betrieben, um Lamentis zu erreichen. Nein, das könnte der Cortex alleine in die Hand nehmen. Nikki hatte Warlock Seelenstein in ihrer Hand. Was, wenn er dort verschmolzen ist und Raker versucht, ihn zu entfernen? So wie bei Goldlöckchen? Hat ja beim ersten Mal nicht so toll funktioniert. Sie hat vielleicht das Böse im Stein gespürt und darauf bestanden, es erneut zu versuchen. Oder sie wird nicht länger benötigt und Raker will die Macht des Steins für sich selbst. Also, wir müssen zur Unterstadt das Mädchen finden und was sie auch vorhaben, stoppen. Und wir müssen damit rechnen, dass sie uns stoppen wollen. Die Konvertierten sind zum Sterben bereit, um ihre Lieben wieder zum Leben zu erwecken. Was ziemlich ironisch ist, wenn man drüber nachdenkt. Unsere Zusammenarbeit ist belebt. Wir sind ein großartiges Team geworden. Ja, das sind wir, Drax. Wir sind jetzt eine große, glückliche Familie. Was hast du denn mit dem Schrott vor? Die ist kein Schrott. Seht die Kraft ihres Lichts! Valum Monote! Sie ist übergeschnappt. Gamora, warte auf uns! Da kommen noch mehr! Was zum Flach, Gamora! Feindlinge! Der Kultist ist mir voll reingelaufen! Diese verwirrten Seelen wissen nicht, was Schluss ist! Nein, ist nicht meine Schuld, dass sie sich so aufführen. Hey, Quill! Willst du ein Feuerwerk sehen? Christina! Der Schwarz! Komisch! Gamora! Alles okay? Ja.
reitet, Gamora! Ich kann mit ihr Schritt halten, Quill. Diese Flachnase saugt meine Schüsse förmlich auf. Diesmal wirst du sie nicht ruinieren. Quill, wir haben da vielleicht ein Problem. Zum Schlag, Gamora! Alter, die Fächerin ist fast kaputt gegangen. Der Quadratschädel schubst seine Kuppel auf. Wir sollten die Verbindung irgendwie durch Vorsicht bei den verbessern. Jemand muss diese Fliege totschlagen. Halte sie auf, Groot! Wenigstens haben wir beendet, was immer der Priester da gemacht hat. Nein, das haben wir nicht! Wie kann es sein, dass er noch steht? Muss eine Puppensache sein, ich weiß auch nicht. Da kommen noch mehr! Klar, ich wünschte, wir hätten ein paar Hoverbikes gefunden. Ich bin bereit zu zerstören! Wieder ein Versprechen gebrochen! Sei nicht traurig, blas ihnen weiter ihre Mistlichter aus! Wie bitte? Ich habe gerade etwas zerstört. Was jetzt, Peter? Zerquetscht sie, Drax! Teilt euch! Vielleicht lässt du ein paar entkommen, Drax! Wirf auf sie, Großer! Gamora! Geht's dir gut? Ging mir nie besser. Yep. Definitiv nicht gut. Gamora, warte mal, warte! Warum? Damit noch mehr Kinder im Namen von Rikers verfluchter Kirche geopfert werden? Nein, natürlich nicht. Nur... Nur was, Peter? Ich weiß auch nicht. Durchatmen? Jede Minute, die wir vergeuden. Wir haben keine Zeit zum Durchatmen. Ich weiß, Raker weckt schlimme Erinnerungen in dir. Es geht hier nicht um Thanos. Es geht hier um Nikki und was Männer wie Raker und Thanos mit Mädchen wie ihn machen. Oder mit mir. Oder meiner Schwester. Hätte ich doch bloß besser Acht gegeben auf Nebula, dann wäre sie vielleicht nicht tot. Wow. Was? Nebula ist tot? Wie? Ich meine, wer war's? Ich möchte ihm seine blutbesudelte Hand schütteln. Ich war's. Du hast deine Schwester getötet? Sie hast du also im Versprechen der Matriarchin gesehen. So habe ich die Lüge erkannt. Die Nebula, die ich kannte, wurde verwandelt in ein hasserfülltes, rachsüchtiges Monsterwesen. Eins, das immer weitergemacht hätte. Nur ich konnte es aufhalten. Also tat ich es. Dass ich das überlebe, war nicht vorgesehen. Wieso hast du denn nie etwas gesagt? Weil es kein guter Gesprächsanfang ist. Hi, ich bin Gamora. Ich habe meine Schwester gekillt. Werden wir Freunde? Nein, werden wir nicht. Wer will schon einen Monster zum Freund? Oder in seinem Team haben? Einem Team, in dem ich mich seltsam wohlfühle. Trotz allem, was war. Naja, ich hasse Nebula, also wenn's nach mir geht. Was denn? Ich sag ja nur, das ändert nichts. Genau genommen ändert das alles. Die todbringendste Frau der Galaxie gibt gerade zu, dass sie uns liebt. Tu ich nicht. Doch, tust du. Du hast gesagt, du liebst uns nach dem Teil mit dem Mord. Ich sagte, ich fühle mich wohl bei euch. Auf K'Tath ist das die Definition von Liebe. Gern haben. Ich hab euch gern.
Können wir jetzt weitermachen? Einverstanden. Noch mehr Zuneigung und ich muss reiern. Wir akzeptieren dich, Gamora San Hubery. Dann sind wir jetzt wohl verheiratet. Das halte ich echt nicht aus. So, wir haben alle mal tief durchgeatmet. Wie wär's, wenn wir jetzt einem gestörten Guru in den Hintern treten? Ja. Yeah. Wir werden ihn nicht wiedersehen. Keine Chance. Ich kann immer noch nicht glauben, dass du Nebula getötet hast. Sei dabei, aber vorsichtig! Lass ihn runter, du riesiger Metallfreak! Dieser große Roboter ist ein ernstes Problem. Sie dürfen ihn nicht konvertieren. Ihr könnt doch vergessen, was ich gerade gesagt habe, oder? Halt, dass du uns liebst? Auf keinen Fall. Das wird dich hegen wie ein Schatz. Da steht doch mein Name drauf. Unsere Schläge sind herkunftslos. Es ist so lange her, dass ich was gesprengt habe. Er weiß nicht, was ihn erwartet. Ihn erwartet eine Welt voller Leiden. Der Nager durchhalten! Zerschnetzeln Sie! Warum sind das so viele? Weil sie ganze Welten konvertiert haben. Wir sind dann als Runde ich und Stunden auf diesen großen Waffen. Hey, Quill! Fubery hat sich auf eine Beziehung eingelassen. Tu ihn weg! Hol ihn dir, Groot! Ich bin Groot! Das war der Arm! Groot, Zeit zum Anwenden! Hilfe, ich glaube, der Große sieht Sterne. Rocket! Feuerwerk! So leicht lasse ich mich nicht besiegen. Hol sie dir, Tiger! Die Abtäterin ist in Schwierigkeiten! Ich bin immer noch nicht glaubt, dass du Nebula getötet hast. Nicht jetzt, Rocket! Die Verteidigung ist herausragend. Eine Klinge spürt. Halt ihr durch, Gamora! Schlag sie zusammen! Es wird von jetzt an noch schwerer. Wir brauchen eine Verschnaufpause, Groot! Wenn ich mir das hören, dann machen wir wirklich kaum Dale. Konzentrieren wir uns darauf, ihn runterzuholen. Höfliche Frau im Anmarsch! Sie stürmen von überall auf uns zu! Und wir werden sie jedes Mal aufhalten! Alles für dich, Gamora! Du musst diesen Typen doch irgendwie richtig wehtun können! Hey, Mistnuss! Ja, du! Lass meinen Freund runter, sonst passiert was! Zeigen wir diesen Idioten, was echte Schmerzen sind! Zeit für den letzten Schlag! Woher kommt diese Furcht? Sie haben Zugriff auf den Cortex. Wer weiß, wie viel Verstärkung sie herbringen können. Wir müssen ihn abschalten. Gehen wir zur Brücke. Kosmos Turm ist der schnellste Weg.
Hast du das Kind in dem Ritualding gesehen? Er war nicht zu übersehen. Hat die Kirche das mit seinem Kopf gemacht oder wurde er so geboren? Das ist zu breit. Vielleicht können wir es überbrücken. Wir reden immer von Brücken und es klingt allmählich wie ein ausgedachtes Wort. Die könnte lang genug für eine Brücke sein. Außer sie zerbröselt, wenn sie umfällt. Drax? Ich hab mich schon drauf gefreut, mal wieder was umzustoßen. Wir sollten vorbereitet sein für den Fall, dass der große Einiger kommt. Ich bin bestens vorbereitet. Echt jetzt? Ein Glaubenskraftfeld? Wenn wir die Energiequelle finden, müssten wir es abschalten können. Dann sehen wir uns mal um. Also, Gamora? Ich bin gut. Wie kann ich das Interessanteste, das sie jemals getan hat, nicht ansprechen? Du musst die Energie abschalten, Quill. Weißt du, ich habe es immer gehasst, wenn mich dieser Kosmos-Scheinwerfer angeleuchtet hat. Kannst du nicht irgendwie die Energie abschalten? Falls dein Oberkörper nicht kräftig genug ist, helfen vielleicht deine Zauberwaffen weiter. Peter, gehen wir. Wir müssen weg sein, bevor Raker auftaucht. Okay, direkt voraus. Hauen wir rein. Jetzt ist keine Zeit für Glücksspiel. Aber gewinnen wollen wir... Wächter der Galaxie. Die Matriarchin hat nun beschlossen, die Erfüllung einzuleiten von diesem Ort aus. Und ihr werdet sie nicht aufhalten. Gar nichts hat sie beschlossen. Du hast sie von Anfang an manipuliert. Sie ist das Licht. Und ich bin lediglich ihr Diener. Nicht leicht zu leuchten, wenn man so ein finsteres Monsterding in sich trägt. Blasphemie! Ihr mögt euch ihrem Versprechen verwehrt haben. Aber ihr werdet glauben, wenn es euch wieder zurückholt aus den kalten Klauen des Todes. Dein Gram führte dich an einen gefährlichen Abgrund, alter Gefährte. Nein. Das kann nicht sein. Ich sah dich sterben. Die Form ist flüchtig. Doch was zugrunde liegt, währt ewig. Entsage dieser starrköpfigen Sinnlosigkeit, bevor sie Zerstörerisches zeitigt. Zerstörerisch? Ups. Schützen. Das Feiglinge! Wir müssen die Distanz verkürzen! Oh.
nähern uns dem Turm des Hundes. Dann haben wir fast die Hälfte geschafft. Lass ihre Lichter ausgehen. Unfair! Er verstärkt jeden außer uns. Wir sollten die Verbindung irgendwie durchtrennen. Flieger weggeklatscht. Er ist auch tot. Na, weil du ein großes Ziel... Wir brauchen eine Verschnaufpause, Groot. Das wird klappen. Wir kommen mit Bocksprüngen zurück auf die Brücke. Bocksprünge? Das ist... Folgt mir einfach. Ich hab so viel Spielzeug und würde es so gern mal benutzen. Also gut, wir müssen zu diesem Aufzug. Leider hat... Seht, Goldjunge und der Einheimerige kämpfen immer noch. Hoffentlich war das ganze Gottgerede nicht bloß Angeberei. Wir sitzen fest. Wir sitzen doch da nicht. Er meint, wir können hier nicht bleiben. Darin sind wir uns einig. Peter Quill, entfesse dich gegen diese Narren. Gamora, die Plakatwand! Gute Idee! Wenn du da drüben noch mehr Heldenschützen findest, lass mir einen übrig! Ich kann nichts versprechen! Ich bin Groot! Der Rhapsode wird von unseren Schlachten hier berichten! Ist das auf Patent eine Art Minnesänger? Vergebt euch oder werdet vernichtet! Mist! Jetzt ist es das Nova-Korps! Nach dieser Sache müssen wir jede Menge neue Leute rekrutieren. Ihre Gesetzesprechung ist schnell! Hochjagen, Rocket! Bleib von den Panzern! Ich muss nah ran, um drüber zu kommen! Kleingehacktes Gamora! Er hat wohl den Kurs Verteidigung gegen Gamora geschwänzt. Okay, ich nehme an, Goldie hat den Sprung überlegt. Warlock ist tapferer, als ich gedacht habe. Achtet darauf, dass ihr nicht runterfallt. Zieh ihr Feuer auf dich. Ich laufe zum nächsten Dach. Wir nähern uns dem Turm des Hundes. Halt durch, Nikki. Wir kommen. Jetzt ist es das Nova-Korps. Nach dieser Sache müssen sie jede Menge neue Leute rekrutieren. Nur einmal will ich diese Brücke ohne Zwischenfall überqueren können. Dafür kannst du dich bei Goldie bedanken. Warlock hat uns von den sicheren Zuhörern. Ach na, ich habe keine Angst vor Raker und seiner kleinen Lightshow. Was jetzt, Peter? Okay, ich nehme an, Goldie hat den Sprung überlebt. Hast du Rangers Gesicht gesehen, als er auftaucht? Der ist wie eine Fruchtfliege. Ich erwische ihn einfach nicht. Bereit! So viele Dreckswinkel, die abgedeckt werden müssen. Ich plattiere sie! Achtet darauf, dass ihr nicht runterfallt! Zieh ihr Feuer auf dich! Ich laufe zum nächsten Dach! Wohin? Sie bewegen sich ständig! Wir müssen eine Notlandung für ihn einleiten! Gamora, erledige sie! Über Dächer rennen und ballern! Das macht mir viel Spaß! Bist du jetzt endlich zufrieden? Alles für dich, Rocket! Natürlich war es vorher einfacher hinzukommen. Der Absurde wird von unseren Schlachten hier berichten. Seht ihr, wir brauchen Goldjunges Hilfe nicht. Hast du denn auf ihn geschossen?
Oh ja, das war super. Voll in den Hintern. Habt ihr seinen Gesichtsausdruck gesehen? Ich höre ihn förmlich. Oh, mein güldenes Gesäß. Hoheitliches Hinterteil. Sein perfekter Po, seine brillanten Backen. Sieht aus, als wäre ganz Nowhere aufgetaucht. Solange sie hier sind, können sie nicht weitermachen mit der, wie immer sie es nennen. Der Erflakung. Das war nicht der Name. Mir gefällt er besser. Das wird mir Spaß. Pack deine Schlafwaffen aus. Der Rhapsode wird von unseren Schlachten hier berichten. Der was? Ich hab Jetstiefel! Schon vergessen! Peter! So viele Dreckswinkel, die abgedeckt werden müssen! Schieß weiter! Ich geh näher ran! Was jetzt, Peter Quill? Bleib von den Tanzen! Ich muss nah ran, um drüber zu kommen! Ich bin bereit. Brauche nur eine Lücke. Hey, Quill. Willst du ein Feuerwerk sehen? Über Dächer rennen und ballern. Das macht richtig Spaß. Wenn es nicht so viele wären, würde ich dir ja zustimmen. Weil du ein großes Ziel bist. Wir nähern uns dem Turm des Hundes. Halt durch, Niki. Wir kommen. Sind darauf, dass sie nicht runterfallen. Zieh ihr Feuer auf dich. Ich laufe zum nächsten Dach. Er war schon lange weg, bevor ich zu ihm kam. Hoffentlich hat das World Mind eine ordentliche Lebensversicherung. Der Feind hatte keine Chance. Davor hat der Glaube sie nicht beschützt. Gemobbt. Endlich. Ich glaube, sie geben auf. Gerade rechtzeitig, denn wir gehen nicht auf diese Brücke zurück. Ich weiß, wo wir sind. In der Nähe ist eine Straße, die von der Hauptbrücke zu Cosmo führt. Wo? Sie müsste, genau unter uns sein. Die Schlacht muss gewaltig gewesen sein. Ist denn hier irgendwas noch statisch stabil? Ich habe das Gefühl, dass es das nie war. Drax, Kumpel, mach ein Loch. Das ist mein Weg nach unten.
seht mal, sie kämpfen immer noch. Wenigstens scheint unser Mann zu gewinnen. Ist sicher nervig, wenn du als himmlischer Kopf um die verstopfte Toilette am Rand des Universums herumschwebst. Und dann kommen Parasiten und bauen eine Raumstation. Sie schaufeln dein Gehirn weg. Und irgendwann vertreibt ein Todeskult alle und sprengt den Rest von dir in die Luft. Sieht jemand einen Weg darüber? Ich bin gut. Ja, wir kommen nicht weiter, solange das Schild da im Weg ist, Quill. Hoffentlich tötet Warlock Raker nicht, bevor ich da bin. Ich würde zu gerne das Innenleben des Zauberers nach außen drehen. Ba-ba-ba-boom, Baby! Wir machen heute aber wirklich viel Werbung kaputt. Wer braucht schon eine Erinnerung daran, sich Kallax-Creme zu kaufen? Dieses Massaker bringt böse Erinnerungen an Welten zurück, die ich zerstört habe. Was ich schon immer fragen wollte, womit hast du das gemacht? Mit irgendwelchen Megabomben? Rocket! Mit Klingen. Meinen bloßen Händen, Füßen, Knien, Ellenbögen. Das kann doch nur ein verflagter Witz sein. Ich wusste immer, dass Nowhere mal überfallen wird, aber nicht so. Ich hatte gedacht, dass Worldmind würde über sie herfallen. Sie haben Novacore Konvertierte in ihren Reihen. Du liegst also nicht völlig falsch. Wir sind so nah dran. Groot kennt nicht zufällig noch einen anderen Weg. Wenn ich auf die andere Seite käme, könnte ich das Ding hacken und die Brücke runterlassen. Wenn du auf die andere Seite kämst, kämen wir auch auf die andere Seite und es wäre egal. Wirf mich. Was? Wirf mich. Sag Muskelpaket, er soll mich rüberschleudern. Soll das ein Witz sein? Nach dem Aufstand vom letzten Mal? Es ist nicht wie beim letzten Mal. Ihr alle, ich vertraue euch, Leute. Überlass das mir! Zum Glück war das nicht Rocket. Du bist ein wertvolles Mitglied des Teams. Kein Werkzeug, das man wirft. Das Ritual macht mir Sorgen. Und was wirklich passiert, wenn wir es nicht stoppen können? Tote kommen jedenfalls nicht zurück, die Händchen halten und mit dem Schwanz wedeln. So viel steht fest. Nein, wahrscheinlicher ist, dass der Magus die Lebensenergie aller Anwesenden absaugt. Wir müssen uns darum nicht sorgen. Ich weiß, dass ich zu Nikki durchdringen kann. Das alles ist Drakers Werk, nicht ihres. Ich werde sie auch nicht aufgeben. Ich auch nicht. Ja, und das große Einhorn auch nicht. Er wird es bereuen. Yeah.